Gehe ich mit dem dritten Teil meines Schach-Let's Plays auf Chess Titans los. Wir können auch mal sagen, ob ich vielleicht auch mal auf einer Schachplattform spielen soll. Sowas wie Chess Cube oder Gamecode. Na, Gamecode nicht, da ist es nur mit dem paar Tagen Schach. Erstmal spielt er C6, ich spiele Springer C3, ich fürchte da keinen Doppelbauern, wenn er den hier rausnimmt. Nimmt ihn auch nicht weg. Soll ich D4 setzen? Ja, ich mach D4. Und der Springer C. Nein, Springer F6 greift diesen Bauern einmal an. Jetzt ist der hier einmal angegriffen, aber auch einmal gedeckt. Aber ich könnte die Sicherheit halber nochmal decken, aber erstmal rochiere ich. D5 und das greift mein Läufer an. Der möchte gerne zurückweichen. Zurückweichen mit dem Läufer. Zack, zack. Tauscht er hier ab. Ja, ihr tauscht hier auch ab. Der Bauer ist zweimal angegriffen und zweimal verteidigt. Jetzt greift er mein Pferdchen noch einmal an. Wohin mit dem? Dahin? Nee, dahin. Da geht nicht, dahin auch nicht, weil da ist mir zurückgedrängt. Jetzt sind wir hier rüber. Nur dieser Bauer ist auch im wackeligen Füßen. Wir werden das hier noch einmal stützen. Läufer in E3. Oh, er hat B6 gespielt. Geht direkt mal mit B3. Ich wollte eigentlich B4 setzen, aber er hat B3 nur gesetzt und der Turm ist angegriffen. Und er rochiert. Was mache ich? Nach Rochade. Da hängt der Springer. Da kann ich die Dame mal angreifen. Also ich kann mal versuchen mit Dame angreifen hier. Macht er, setzt den Springer zwischen, ne? Und greift dann mit diesen Bauern einmal an. Dabei hängt dieser Bauer. Nehmen wir diesen Bauern hier weg, der da hängt. Zack, nehmen wir raus. Jetzt setzt die Dame einen runter. Ah, muss man noch Springer hier nehmen. Den hier nehmen, dann nimmt er den Turm. Wenn ich den hier nehmen, dann Turm, nimmt den Läufer, nimmt er. Ich nehme erstmal. Ich nehme erstmal den weg. Nehme den Turm weg, dann nehme ich den weg. Und dann nimmt er mir den weg. Und ich will gerne die Damen tauschen. Ja, Damentausch. Und ich nehme den Turm wieder. Oh, er setzt seinen König nach oben. Ein Feld hoch, er setzt seinen König. Der Läufer greift F1 an, also da muss ich auch ein bisschen achten auf den Läufer. Den Springer, den möchte ich gerne mal umgruppieren. Wo kann er ein bisschen hin? Also, der steht besser als der. Wenn ich den schon mal vielleicht hier... Den kann ich nicht so schnell setzen, also den... Kriege ich kaum umgestellt hier. Vielleicht mal versuchen, den Turm auf die siebte Reihe zu stellen hier. Turm auf die siebte Reihe. Okay, C5. C5, vielleicht vorbei oder daneben. Also vorbeiziehen oder rausnehmen. Rausnehmen, zurücknehmen. Springer hier, greift ihn wieder an. Ja, das sieht gut aus, wenn ich ihn nehme. Also dann tauscht sich dieser Bauer ab. Und ich kann ihn schlichtweg schon mal angreifen. Er verteilt hier natürlich. Dann setze ich den Turm mal hier rüber, greift ihn an. Er setzt ihn weiter. Da gehe ich vorbei. Nochmal greift dieses Pferdchen jetzt hier an.
Der sollte also ziehen. Na, die Grundlinie, Matron, also das Pferdchen sollte ich da mal wegziehen hier. Also wenn er die Bauern runtersetzt, dann muss das Pferdchen da wieder setzen. Ist ja da. Und hat nichts gebracht, so endlich. Nur, dass ich jetzt ein Schlupfloch habe. Ein Schlupfloch habe ich zumindest jetzt schon mal. Da setze ich den Turm dazwischen. Der geht weg. Der Bauer hängt. Den Bauern, den könnte ich dann vielleicht verteidigen, also. Wenn ich den nehme, nimmt er den weg. Der Springer würde hängen, dann würde ich den wieder setzen. Und schon mal ein bisschen mehr Königsaktivität holen. Ich setze den Turm einfach ein weiter. Jetzt sind wir hier, könnt ihr die Turm jetzt hier nicht setzen? Nein, er gibt Schach. Ich mache den Königin Bauern dran. Nehme ich den jetzt mit weg. Ich nehme den mal weg hier. Dann jetzt stellt er den dahin. Also, ach, er nimmt ihn weg. Hängt der mit Schach? Dann gehe ich mit nach da. Jetzt kann er die Umwandlung eigentlich nicht mehr verhindern. Und jetzt wandle ich natürlich meine Dame um. Jetzt gebe ich selber Schach, der König geht nach da, dann kann ich wenn ich ihn gabeln. Da ist ein Schach, da ist ein Schach, da ist der Bauer rausgenommen, aber keine Gabel. Dann will ich dann so nochmal Schach und der König geht wieder nach da. Jetzt bin ich hier bei weißen Feldern. Ich gehe so ein bisschen mit schwarzen Feldern an den hier. Jetzt kann ich den Turm gleichzeitig angreifen. Und ich kann den Turm nehmen. Zack, der Turm ist weg. Und ich setze die Bauern. Ich kann mit den nächsten Bauern rennen. Und da hat er Bauernmehrheit, aber diese Bauernmehrheit sollte kein Problem sein. Aber jetzt gehen wir erstmal hier hin. König sollte ja nicht weiter hin. Jetzt setze da noch Bauern, jetzt kann ich den Bauern gleich nochmal umwandeln. Zwei Damen. Und jetzt wird er mit dem Matt-Algorithmus matt gesetzt. In den Damen hier. Zack. Und setze den Bauern und ich kann hier matt setzen. Oder hier kann ich Schach gehen, hier kann ich Schach gehen. Aber matt setzen ist natürlich höher. Dann setze ich mal mit zwei Damen matt und damit tschüss und bis zum nächsten Teil.